Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute wieder eine Motivtorte für euch, eine 3D-Torte in Form eines Teddybärchens. Ich habe gestartet mit dem Cakeboard. Das habe ich schon einen Tag zuvor vorbereitet, denn dieses habe ich mit Fondant eingekleidet. Und damit dieses nämlich trocknet und ideal als Cakeboard zu verwenden ist, empfehle ich euch, das immer vorzubereiten, denn mindestens 24 Stunden getrocknet ist der Fondant nämlich schön fest und ihr könnt eure Torte darauf dekorieren. Ich habe mir für dieses Cakeboard weißen Fondant eingefärbt in den Pastenfarben Goldgelb und ein ganz klein wenig Braun. Ich habe mir hier 400 Gramm Fondant eingefärbt, ein klein wenig Goldgelb und ein klein wenig Braun und rolle diesen nun auf etwas Speisestärke aus. Das Cakeboard verwende ich jetzt, um einfach zu gucken, ob ich schon groß genug ausgerollt habe. Und da es noch ein bisschen knapp war, rolle ich den Fondant noch etwas größer. Das Cakeboard ist eine Kaperplatte, die ich im Architekturbedarf kaufe und mit einem Bastelskalpell immer auf die passende Größe zurechtschneide. Mit etwas essbarem Zuckerkleber klebe ich nun den Fondant auf das Cakeboard auf und schneide anschließend die Überstände mit einem Marzipanmesser weg. Und glätte die Oberfläche mit einem Fondantglätter. Theoretisch könnt ihr euer Cakeboard jetzt so lassen. Ich habe mich aber entschieden, es ein wenig zu prägen. Ich habe hier solche Stempelausstecher, die ich wahllos einfach in den Fondant hineingedrückt habe und so das Cakeboard damit dekoriert habe. Von den Pastenfarben, die ich für das Einfärben des Fondants für das Cakeboard verwendet habe, habe ich nur ganz, ganz wenig verwendet, denn es sollte ja nur ein leichter Pastellton sein und nicht intensiv gefärbt werden. Ich verwende immer ganz gerne hier die Pastenfarben von Wilton und in diesem Fall waren es Goldgelb und Braun. Wo ihr mich auch immer wieder fragt, das sind die Kaperplatten. Die Kaperplatten, ich habe es ja eben schon gesagt, das sind Leichtschaumplatten, die ich im Architekturbedarf kaufe. Es gibt diverse Internetshops, wo man sich diese Kaperplatten bestellen kann. Das sind dann große Platten, da kann man sich mit einem Zirkel die entsprechende Größe aufmalen und mit einem Cuttermesser oder Bastelskalpell ausschneiden. Warum mache ich das? Es gibt auch fertige Cakeboards zu kaufen. Ja, aber bei den Kaperplatten kann ich immer individuell genau die Größe zuschneiden, die ich nämlich auch brauche und so habe ich nämlich immer auch die richtige Größe im Haus. Vorbereitet habe ich auch noch den Kuchen. Hier habe ich das Wunderkuchenrezept in der Schokovariante gebacken. Ich habe insgesamt 4 Halbkugeln gebacken. Einmal hier diese kleine Halbkugel, davon habe ich 2 Stück gebacken. Das war für den Kopf gedacht. Die Metallschüssel, die ist übrigens von IKEA und nein, es ist keine spezielle Backschüssel. Ich werde immer wieder nachgefragt. Es ist keine spezielle Backschüssel, es ist eine ganz normale Edelstahlschüssel, aber man kann darin auch backen. Wichtig ist, dass ihr sie gut einfettet oder mit Backtrennspray richtig gut aussprüht und mit Mehl bestäubt. Für den Körper habe ich diesmal eine Backform von Wilton genommen. Die gibt es von der Firma Wilton unter anderem schon fertig zu kaufen. Außerdem habe ich noch eine kleine Menge an Teig in einer 22 cm Springform gebacken.
Für die Kuchen habe ich mir zuerst das anderthalbfache Rezept von dem Wunderkuchen zusammengerührt und habe diese 4 Halbkugeln gebacken. Hinten, die haben einen Durchmesser von 16 cm und vorne, das sind die IKEA-Schüsselchen mit einem Durchmesser von 12 cm. Ich habe sie alle 4 gut eingesprüht mit Backbrennspray und mit Mehl bestäubt. Hier habe ich dann schließlich den Teig komplett drin verteilt und gebacken. Bitte achtet darauf, die kleineren Schüsseln brauchen deutlich weniger Backzeit wie die großen. Macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Außerdem habe ich mir nochmal, nachdem die Halbkugeln gebacken waren, ein halbes Wunderkuchenrezept zubereitet und habe dies in einer 22 cm Backform gebacken. Außerdem benötigen wir Schokoladenganache und Buttercreme. Ich habe hier meine Lieblingsbuttercreme, die italienische Meringenbuttercreme. Zuerst habe ich den Körper des Bärchens gemacht und da dieser ja nicht kugelrund ist, sondern eher oval, deswegen habe ich dieses extra Kuchenstück noch gebraucht, schneide ich mir hieraus erstmal eine Scheibe aus. Zur Hilfe nehme ich mir natürlich einer der größeren Halbkugeln. Den Kuchenrest, den schmeißt ihr übrigens nicht weg, den brauchen wir später auf jeden Fall noch. Anschließend habe ich mir einer der größeren Halbkugeln unten flach geschnitten und mit der Buttercreme gefüllt. Anschließend kommt der Kuchen in den Kühlschrank, damit die Buttercreme fest werden kann, bevor ich dieses schließlich mit Ganache einstreiche. Der Kuchen war nun für eine Stunde im Kühlschrank, die Buttercreme ist fest geworden und so halten nämlich auch die Teile schön aufeinander und ich kann relativ einfach den Kuchen mit der Schokoladenganache einstreichen. Diese muss auch nicht geklettet werden, das muss auch nicht ganz so super ordentlich sein, wie man das eigentlich bei Motivtorten gewohnt ist, aber nachher kommt ja hier noch Buttercreme drumherum, deswegen muss diese Torte diesmal nicht ganz so glatt eingestrichen werden. Nachdem ich die Ganache rundherum aufgestrichen habe, habe ich bemerkt, dass ich vergessen habe, den Bauch etwas flacher zu schneiden und deswegen hole ich dieses nach und streiche diese offene Stelle natürlich auch wiederum mit Ganache ein. Die Reste der Kuchen habe ich jetzt hier in eine Schüssel gegeben und zerkrümelt, gebe jetzt hier etwas Ganache dazu und fertige daraus einen Cake-Pop-Teig. An Menge von Ganache müsst ihr einfach schauen, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ihr den Teig in den Händen zusammendrückt und dieser auch zusammenhängen bleibt, dann ist die Konsistenz ideal. Daraus fertige ich jetzt die Beine, die Arme, ein kleines Schwänzlein und später auch die Ohren. Anschließend gebe ich die Torte wieder in den Kühlschrank, damit auch die Cake-Pop-Masse fest werden kann.
Damit das Ganze nicht instabil wird, stütze ich jetzt die Torte hier mit den dicken Strohhalmen und gebe noch unter den Kopf ein kleines Cakeboard, was ich mir aus einer Tortenpappe zurechtgeschnitten habe. Zuerst gebe ich einer der Strohhalme in die Mitte, den lasse ich auch bei der Originallänge, wie er ist, in das kleine Cakeboard. Ihr habt das jetzt gerade gesehen, habe ich in die Mitte ein kleines Loch hineingeschnitten, damit ich das nun auf den Strohhalm aufsetzen kann. Markiere mir das Ganze und in den inneren Kreis gebe ich nun drei weitere Strohhalme, die ich genau in Tortengröße abschneide. Hier gebe ich nun etwas Ganache obendrauf, klebe mir hier mein kleines Cakeboard obendrauf und stapel dann schließlich den Kopf hierauf. Die Lücke befülle ich noch mit etwas Buttercreme und dann gebe ich die Torte wieder in den Kühlschrank, damit auch dies erstmal fest werden kann, bevor ich dann schließlich den Kopf auch mit Ganache einstreiche. Ist dies geschehen, schneide ich mir erst nochmal das Gesicht etwas zurecht. Ich schneide hier einfach einen Keil raus, damit die Augenpartie etwas flacher wird und auch diese typisch hervorstehende Schnauze schon mal etwas hervorgehoben wird. Anschließend streiche ich den Kopf mit der Ganache ein und zu guter Letzt nehme ich mir noch die restliche Cake-Pop-Masse, die ich noch übrig hatte, und fertige noch zwei Ohren, die ich auf der feuchten Ganache aufklebe. Sollte eure Ganache schon fest sein und nicht mehr so gut kleben, befeuchtet sie entweder mit etwas Wasser oder natürlich könnt ihr auch essbaren Zuckerkleber dafür verwenden. Anschließend gebe ich die Torte wieder in den Kühlschrank, wo sie erstmal wieder durchkühlen muss. Nun geht's ans Dekorieren und ich nehme mir hier etwas Fondant, den ich in Hautfarbe eingefärbt habe, rolle mir dies zwischen den Händen ein bisschen oval. Und klebe es dann schließlich als Schnauze auf das Gesicht auf. Auch hier, wenn der Fondant nicht gleich kleben bleibt, verwendet einfach etwas Wasser oder Zuckerkleber. Die Naht präge ich mir mit solch einem Modellierrädchen ein und dann gibt es noch eine kleine rosa Fondantnase. Mit dem gleichfarbigen Fondant arbeite ich noch das Innere der Ohren und noch die beiden Tatzen unten an den Füßen. Nun nehme ich mir die übrige Buttercreme. Ich hatte ja nicht viel zum Füllen verwendet und noch die übrige Ganache. Bei mir waren noch 3 Esslöffel über von der Ganache und diese rühre ich jetzt nach und nach in die Buttercreme ein. So erhält sie natürlich ein schönes, leckeres Schokoladenaroma und wird natürlich auch dadurch schon gefärbt. Anschließend nehme ich das Cakeboard, streiche hier in die Mitte etwas Buttercreme auf. Dann löse ich die Torte von meiner Unterlage mit einem Messer. Ganz vorsichtig. Hebe sie an. Hier müsst ihr vorsichtig sein, dass die Beine nicht abbrechen und setze sie auf das Cakeboard drauf.
Anschließend nehme ich mir die Buttercreme, fülle sie in einen Spritzbeutel mit einer Grashülle und dekoriere damit die komplette Torte. Ich empfehle euch nicht gleich, die komplette Buttercreme in einen Spritzbeutel zu füllen, denn durch das Halten in den Händen wird diese nämlich auch warm, somit weich, lässt sich nicht mehr gut dekorieren. Deswegen gebt sie nach und nach immer frisch in den Spritzbeutel. Zu guter Letzt hat mein Bärchen natürlich noch zwei kleine Knopfaugen bekommen. Das ist schwarzer Fondant, den ich einfach zu kleinen Kugeln gerollt habe. Ein klitzekleines weißes Stück Fondant gebe ich hier als Lichtreflex drauf. Und dann bekommt mein Cakeboard noch ein Zierbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel fixiere. Die Rezepte mit den genauen Mengenangaben, so wie ich sie für diese Torte hier verwendet habe, findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link zu diesem Blogbericht findet ihr hier unter dem Video in der Infobox und jetzt auch hier oben in der Infocard. Schaut auf jeden Fall dort mal vorbei, damit sich alle eure Fragen beantworten. Wenn ihr dennoch Fragen habt, dann schreibt sie mir einfach in die Kommentare und ich beantworte sie euch gerne. Falls ihr solche halbrunden Edelstahlschüsseln oder Backformen nicht habt, man kann das Bärchen natürlich auch in einer normalen Form backen und zurechtschnitzen. Ich verlinke euch in die Infobox mal ein Video von Ofenkieker, denn die liebe Claudia von Ofenkieker hat nämlich vor einiger Zeit ein Bärchen auch gebacken und hat hier einen eckigen Kuchen gebacken und dieses entsprechend zurechtgeschnitzt. Alle Produkte, die ich in meinem Video verwendet habe, sei es die Pastenfarben, die Wilton Backform oder auch ein Shop, wo ihr unter anderem Kapa-Platten bestellen könnt, das findet ihr verlinkt in der Infobox. Ich freue mich, dass ihr mir heute zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Macht's gut! Tschüss!